Moin zusammen. Wie ihr seht, geht das gleich los bei uns. Wir sind im Honigmann-Treffen in der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Und so wie es aussieht, wird es sehr gut besucht werden. Wir haben aber auch gute Referenten da, mehr als gute, die man so leicht nirgendwo anders findet. Und es wird ein interessantes Wochenende werden. Die ersten sind schon da. Und naja, mal schauen, wie es wird. Ich glaube, das wird super. Kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 11. März 2016, Nummer 806, Vancouver. Schon seit Jahrhunderten nutzen der Stamm der Haltzug natürlich vorkommende Tonerde als der Kismet, aus der Kismet Bay in der kanadischen Provinz British Columbia als Heilerde. Eine Studie zeigt nun, dass der sogenannte Kismet Clay tatsächlich erstaunlich antibakterielle Eigenschaften besitzt und sogar gegen multiresistente bakterielle Erreger hilft. Wie das Team um die Mikrobiologen Davis und Berosian von der University of British Columbia aktuell im Fachjournal MBO der American Society of Microbiology berichtete, wirkte die mineralische Tonerde sogar gegen Bakterienstämme, deren multiresistenten sogenannten Escape-Pathogene, die für die Mehrheit aller Infektionskrankheiten unter anderem in Krankenhäusern verantwortlich ist. Dann sollten die gleich an die deutschen Krankenhäuser tonnenweise verschicken. Wäre wahrscheinlich besser. Denn was da abläuft, spottet jeglicher Beschreibung zum Teil. Es gibt aber auch Ausnahmen. Die Ausnahme habe ich erlebt in der Uniklinik in Oldenburg. War schon sehr gut. Schmalenberg. Im Hochsauerlandkreis gibt es den Ort Schmalenberg, dessen Ortsteil Nordenau den Heilstollen beherbergt, dessen Wasser antioxidative und basische Eigenschaften enthält. Die Quellen in diesem Stollen wurden 1992 entdeckt. Hier im Stollen wiederum befindet sich eine Grotte, die hochenergetisch aufgeladen ist. Man könnte sie auch als Kraftort bezeichnen. Diese Quelle ist in Europa einzigartig. Wasseranalysen des deutschen Fresenius-Labors und des Hygieneinstituts des Ruhrgebietes in Gelsenkirchen haben ergeben, dass das Wasser besonders rein und 8% leichter als normales Wasser ist. Nur das Wasser aus Tlacote in Mexiko ist 4,4% leichter. Leichtes Wasser ist lebendiges Wasser und sehr basisch. Selbstverständlich auch gesund für unseren Organismus. Und bitte selbst weiterlesen unter Nummer 2. Das geht noch sehr viel weiter und ist wirklich hochinteressant. Gold, Silber. Am 5. März veröffentlicht der Bondaffe einen sehr treffenden Beitrag über Gold und Silber. Das eine oder das andere, am besten beides, sollte absolut jeder nach seiner Möglichkeit im Besitz haben. Treffend stellte der Bondaffe fest, das Zeitfenster für Käufe wird sich schließen, denn der Goldpreis ist seit Jahresbeginn deutlich angestiegen und die Zeichen, dass ein Wirtschaftskollaps bevorsteht, sind seit Monaten unübersehbar. Es wird eng fürs System, Elektrogeldsystem meinen sie damit. In vielen Baustellen wird nur noch Flickschusterei betrieben. Negativzinsen aller Art, so wie man sie in der Eurozone kennt, sind genau diese Art Flickschusterei. Daher gilt es, sich vorher noch zu schützen und einen physischen Edelmetallkauf stets anonym bis zu 15.000 steht dem nichts im Wege. Der definitiv mehr angelegt hat, sollte seine Personalien offen, aber mittlerweile, oder legt seine Personalien offen, aber mittlerweile sehe ich das für Deutschland nicht mehr so dramatisch. Darauf hinweisen müssen wir noch, dass die EZB bzw. die Zentralbank gestern den Zinsausgabesatz auf 0,0% gesenkt hat. Ist ein Zeichen des Zusammenbruchs. Geht ganz einfach. VSA, Iran. Das Land der unbegrenzten Dummheiten sorgt wieder mal für einen Lacher. Der Richter eines New Yorker Gerichts verurteilte laut Blomberg den Iran zu 10,5 Milliarden Geldstrafe, zahlbar an die Opfer der Anschläge am 11. September 2011. Der ist wirklich bekloppt. Noch einfallsloser geht's kaum, um selbst noch darzulegen, wer das veranstaltet hat. Versuchen Sie es nur rüber zu drücken an einen anderen Kriegsschauplatz.
Richter Daniels, er hat den richtigen Namen, argumentierte, dass der Iran den Terroristen aktiv bei den Anschlägen in New York, Washington, Pennsylvania Unterstützung geleistet habe. Weiter stellte er fest, dass sich der Iran gegen die Vorwürfe nicht verteidigt hätte, den 11 Terroristen geholfen zu haben und deswegen für Schäden im Zusammenhang mit dem Anschlag haftbar wäre. Es gibt kaum noch etwas Verblöderes in der Justiz, aber auch das sind wir gewohnt, nicht nur von Amerika. Washington, Ukraine. Die Ukraine, die sich mit dem Lebensstandard in der Ukraine nach dem Maidan nicht zufrieden geben wollen, die Ukrainer nicht zufrieden geben sollen, sollten nach Liberia reisen. Nach Meinung des früheren VS-Außenministerin Reis könnte eine solche ernüchternde Reise den ukrainischen Einwohnern beibringen, dass es um das osteuropäische Land wohl doch nicht so schlecht bestellt ist. Dieses Vieh ist einfach nur ein Repto. Naja, und Reptos haben nichts anderes zu melden und zu sagen, das ist schon klar. VSA, Russland. NATO-Kriegsspiele sind Teil eines andauernden Versuches, der Welt zu zeigen, dass die VSA bereit sind, einen Weltkrieg gegen Russland zu riskieren, den sie garantiert verlieren würden. Garantiert. Aber sie probieren es. Nicht der kleine Amerikaner, der hat gar nichts zu melden, sondern es sind nur die Eliten, die ihren Krieg unbedingt haben wollen. Sie meinen, sie können sich selbst dagegen schützen. Ich glaube, das ist der ganz große Irrtum ihrerseits. Damit wollen sie ihr Recht auf die Durchführung illegaler Regierungswechsel und Schaffung gescheiterter Staaten verteidigen, so der Politikanalyst Glazeburg im Interview mit RT. Er betonte, dass sie teilweise reine Rhetorik ist, verwies aber auch darauf, dass diese Drohung für wichtige Teile des VS-Militärs keinen Bluff darstellt. Naja. Sie stellen einfach auch nur immer ihr Wissen, was sie tatsächlich haben, stellen sie beiseite und wollen die Völker darauf vorbereiten auf einen großen Krieg, damit sie überleben können, damit sie die Völker, die dann überbleiben, versklaven können. Noch mehr, als sie es heute schon tun. Südamerika, Stockholm. Der Import von Großwaffen in den südamerikanischen Raum ist im vergangenen Jahr um 19% zurückgegangen, berichtete unlängst das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Die drei Hauptexporteure von Waffen in der Region sind Russland, die VSA und die BRID. Buenos Aires, Argentinien. Am Mittwoch haben in Buenos Aires hunderte Demonstranten kurzzeitig den Sitz des Bildungsministeriums blockiert, um den Erhalt des Bildungsprogrammes Conecta Igualdad zu erreichen. Außerdem forderten sie die Rücknahme der Entlassung von 60 Kollegen und der Sicherung der Arbeitsplätze in anderen Sozial- und Bildungsprogrammen. Laut einer jüngsten Erhebung des Umfrageinstituts Tendencias Economicas sind alle im Januar und Februar dieses Jahres über 100.000 staatliche Arbeiter und Angestellte entlassen worden. Zumindest auch wenn es ein kleiner Haufen ist, sie tun was für ihre eigenen Leute. Das ist schon nicht schlecht. Libyen, VSA. Um auf die grenzübergreifende Gewalt, ausgelöst von selbsternannten Islamischen Staat, eine Antwort zu finden, berichtete die New York Times, dass das Pentagon auf breiter Ebene Luftschläge in Libyen durchführen wolle. Die Rede ist von 30 bis 40 Zielen in vier verschiedenen Regionen des nordafrikanischen Landes. Das Obama-Regime wartet jedoch noch ab, hieß es. Was sie mit dem Krieg, mit dem Trommelhasen aus Frankreich nicht hinbekommen haben und konnten sich das nicht vorstellen, dass sie es nicht hinbekommen haben, dann muss eben nachgelegt werden. Dann wird eben alles zerbombt. Es geht noch nicht mal mehr um das Wasser. Das Wasser hat einen Wert von 56 Billionen Euro. Einen rechnerischen Wert. Riad, Golfstaaten, Hisbollah. Die Informationsminister der Golfstaaten des Golfkooperationsrates, das ist der GCC, haben sich am Dienstag auf legale Schritte gegen Fernsehsender einzuleiten, die den Schiiten-Miliz Hisbollah nahestehen, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.
Am 2.3. entschlossen sich alle GCC-Staaten dazu, die Hisbollah als terroristische Vereinigung einzustufen, welche in Syrien und Berichten aus den Golfstaaten zufolge im Jemen gegen sunnitische Milizen, die ihrerseits nicht selten von der arabischen Golfmonarchie unterstützt werden, vorgehe. Ankara. Der türkische Präsident Erdogan, der in den Verhandlungen mit der EU derzeit am längeren Hebel sitzt, hat nahegelegt und erneut Kritik an der EU geübt. Die von der EU zugesagte Finanzhilfe sei immer noch nicht angekommen. Er hoffe allerdings, dass sein Ministerpräsident Davutoğlu die 3 Milliarden Euro während des EU-Gipfels holen wird. Der ist nicht nur dumm, der ist auch noch dreist. Und jetzt will er mit jemandem oder mit der Ukraine angeblich zusammengehen, um gegen Russland zu kämpfen. Darf ich mal lachen? Wenn das passieren sollte, wie auch immer, wenn da überhaupt was mit der Türkei passieren sollte, in naher Zukunft, in naher, nicht in ferner, dann wird die Türkei 2 oder 3 geteilt werden. Und das hat sich erledigt mit dem sogenannten Osmanischen Reich oder die Neuerrichtung des Osmanischen Reiches. Was nicht neu ist, das läuft seit über 30 Jahren schon. Man versucht es, aber die amerikanische Elite ist auch dagegen, weil sie dann zu viel Macht erhalten. Und das will man natürlich nicht. Beijing, Canberra, Washington. Die geplante Stationierung von VS-Langstreckenbombern des Typs B-1 in Australien und die Ausweitung von B-52-Bombermissionen im südostasiatischen Raum stößt in Peking auf Misstrauen. Sollten sich Canberra und Washington darauf einigen, wäre dies ein weiterer Schritt zur Militarisierung der Region, so die chinesische Staatsführung. Naja, wenn sie die ausrüsten wollen, dann sind sie relativ nahe dran, um Krieg zu machen. Denn der Australier muss dann herhalten, der Kanadier muss dann mit herhalten. Alles natürlich nicht durch die Amis. Die rüsten nur aus. Das sind nur die Soldaten. Mehr nicht. Das Sagen hat immer noch England. Sprich, die City of London. Tokio, China. Der chinesische Botschafter in Japan, Cheng, gab der Tageszeitung China Daily kürzlich ein Interview. Darin sagte er, dass Tokio die Spannung im südchinesischen Meer nicht anheizen dürfte oder versuchen sollte, China einzudämmen, indem Japan mit anderen Ländern Allianzen bilde, die in die Dispute verwickelt seien. Sollen und sind. Russland, VSA. Die Aufforderung der VSA zur sofortigen Freilassung der ehemaligen ukrainischen Militärangehörigen Savchenko ist ein weiterer VSA-Versuch, sich in innere Angelegenheiten Russlands einzumischen, so der Beauftragte für Menschenrechtsfragen des russischen Außenministeriums Dolgo. Dolgo beschuldigte die VSA, wiederholte Anwendung von Doppelstandards zu versuchen, Druck auf ein russisches Gericht bzw. Savchenko auszuüben. Gleichzeitig betonten sie aber immer die Unabhängigkeit amerikanischer Gerichte. Da kann man wirklich nur lachen. Sie sind alles, nur nicht unabhängig. Sie tun genau das, was die Wirtschaft will, was die Eliten wollen. Und das haben wir eben noch gehört. Selbst der kleinste Richter im hintersten Bundesstaat ist bestechlich und entscheidet so, wie die Eliten sich das vorstellen. Unabhängige Gerichte ist die Angelegenheit der russischen Bürger Bot und Yoroshenko, die in den VSA eingesperrt sind. Nach VSA-Verständnis sind einzig und allein die VS-Gerichte in der Welt unabhängig. Nochmal, der größte Lacher schlechthin. Es sind nicht die einzigen, die abhängig sind. Unsere hier auch. Und in der gesamten westlichen Welt. Dieser pseudodemokratische Snobismus schreckt viele ab. Dolgo empfahl einigen europäischen Politikern, die im allgemeinen amerikanischen Chor auch mitsingen, sich doch lieber mit den Menschenrechten der Flüchtlinge zu beschäftigen und den Migranten in der EU und so weiter. Da haben sie mehr zu tun. Die meisten sollten das Maul ganz einfach halten, weil wenn man keine Ahnung hat, dann still sein. Besser ist das, weil sonst fallen sie ganz tief und kommen aus diesem Loch auch nicht wieder raus. Russland.
69 Millionen Euro, das ist circa der Betrag, den die russisch-orthodoxe Kirche 2014 eingenommen hat, besagen die Zahlen der föderalen Steuerverwaltung. Für 2015 liegen noch keine Angaben vor. Die Einnahmen stammen unter anderem aus dem Verkauf religiöser Literatur, Kerzen, Ionen aus Spenden oder Zahlungen für religiöse Rituale. Schätzungen der Soziologen Mitrochin zufolge haben die russisch-orthodoxe Kirche Anfang der 2000er Jahre noch 455 Millionen Euro pro Jahr eingenommen. 55% davon erwirtschaften die kommerziellen Unternehmen der Kirche, 44% kamen durch Spenden zusammen, 5% stellten die Diözesen bereit. Über Deutschland gibt es kaum solche Mitteilungen, von wem das Geld kommt, aber das wissen wir ja auch. Letztendlich kommt es von uns. Russland, VSA, EU. Der russische Vizepremier Rogozin meinte, man sollte in Russland damit aufhören, Interesse an Washingtons und Brüssels Positionen hinsichtlich der Sanktionen gegen Russland zu zeigen, da sie für immer bleiben würden. Diese Auffassung vertrat er am Mittwoch auf einer Präsidiumssitzung des staatlichen Komitees für die Arktis im Murmansker Gebiet. Erst erreichten uns Mitteilungen, wonach EU und VSA die Aufhebung der Sanktionen prüfen, dann plötzlich werden sie automatisch verlängert. Ich denke, wir sollten unser Interesse daran aufgeben, denn die Sanktionen werden bleiben, solange Russland an seiner Stärke arbeitet, so Rogozin. Ja, und ob da Sanktionen gemacht werden oder Peng, das ist so ziemlich das Gleiche, die Russen lachen darüber. Die weiten sich mehr zum Süden von ihnen aus gesehen aus oder in den Osten und holen das nach, was sie bisher versäumt haben. Kiew, Ukraine. Die jetzige Führung der Ukraine hat das Land geschwächt und ausgeraubt. Nun wird es Jahrzehnte brauchen, die Ukraine wieder aufzubauen, wie der Ex-Regierungschef der Ukraine Assadov im Interview gegenüber der österreichischen Zeitung Der Standard äußerte. Poroschenko und Jasenjuk sind Kleptomanen. Ihre Hörigkeit bei allen Befehlen des IWF hat eine weitere Negativrolle gespielt. Die Ukraine hat nach 2 Jahren IWF-Ratschlägen 34% ihres BIPs eingebüßt. Die Einkommen der Ukrainer sind auf 1/3 gesunken. Die Wirtschaft steht vor dem Aus. Das Rating von Poroschenko und Jasenjuk ist daher verheerend. Nicht nur das, dürfen wir nicht vergessen, es sind von Soros eingesetzte Scientologen. Und das Erste, was sie damals gemacht haben, ist, das Gold Richtung Amerika zu schaffen. Es braucht doch nicht zurückzukommen. Die Ukraine wird es über kurz oder lang nicht mehr geben. Eher über kurz. EU, Russland, Ukraine. Die EU hat wegen der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen gegen Vertraute von Kremlchef Putin und pro-russische Separatisten verlängert. Die 146 betroffenen Personen dürfen damit für weitere 6 Monate nicht nach Deutschland oder in andere EU-Staaten einreisen. Zudem bleiben ihre in der EU vorhandenen Vermögenswerte eingefroren. Dafür hat unter anderem auch Miss Merkel gesorgt. Es ist eigentlich eine Frechheit, dieses Weibes so etwas voranzutreiben und so etwas gutzuheißen. Vielleicht werden ihre Werte auch bald eingefroren werden. Vielleicht wird ihr Weg Richtung Israel auch bald nicht mehr befahrbar sein. Könnte ich mir gut vorstellen. Belgrad. Der Vorsitzende der serbischen radikalen Partei Saseli hat im Protest gegen einen möglichen NATO-Beitritt und die Unterzeichnung eines Abkommens mit dem Atlantischen Bündnis öffentlich die Flaggen der EU und der NATO verbrannt, berichtet der Fernsehsender Live News. Der Parteichef vertritt die Meinung, dass das Abkommen zwischen Belgrad und der NATO die Souveränität Serbiens untergraben habe. EU, Flüchtlingsroute. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat bisher noch keine Anzeichen dafür gegeben, dass sich die in Griechenland gestrandeten Flüchtlinge nach der weitergehenden Sperrung der Balkanroute vor knapp 3 Wochen Ausweichrouten sorgen, habe aber Notfallpläne für ein derartiges Szenario in der Hinterhand. Gleinach, Österreich. Auf dem Truppenübungsplatz Gleinach in Kärnten nahmen am Donnerstag 150 Soldaten und 50 Polizisten an einer Übung teil.
Geprobt wurde der Grenzsturm von Asylanten, wie er sich ähnlich vor einigen Tagen an der griechisch-mazedonischen Grenze abgespielt hatte. Elemente des Grenzschutztrainings waren die Verbesserung der Kommunikation und die schnelle Verlegung von Verstärkung an Einsatzbrennpunkte. Nach der Übung zeigte sich der Einsatzleiter zufrieden. Militärkommandant Glitschtaler sagte dem ORF, wir haben gezielt eine solche Übungsannahme gewählt, um uns auf den schlimmsten Fall-Szenario vorzubereiten. Es ist derzeit zwar relativ ruhig an der Kärntner Grenze, das muss aber nicht immer so bleiben. Recht hat er. Und es könnte wirklich in den nächsten Tagen losgehen. Es kann sogar was am kommenden Wochenende, sprich am Morgen, übermorgen passieren. Das ist nicht abwegig, überhaupt nicht. Denn es spitzt sich immer mehr zu. Deutschland. Momentan können wir den Gutmenschenuntergang und ihre Verführer beiwohnen, dem Geschehen allerdings nicht unkommentiert zusehen. Denn unser Ziel ist, vielen Menschen noch zu helfen, aufzuwachen, damit welche Wachenauges diese Katastrophe erkennen können und uns helfen, etwas Besseres zu erschaffen. Während wir uns bereits mit der Zukunft und Aufarbeitung des Geschehens beschäftigen, versuchen einige immer noch innerhalb der Matrix herumzudoktern, Energie in etwas zu stecken, was längst unrettbar kaputt gemacht worden ist. Deutschland. Die Zahl sexueller Gewalttaten in Deutschland ist explodiert, seit Merkel über 1 Million meist männlicher Fremdlinge aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten die Einreise nach Deutschland erlaubt hat. Die Verbrechen werden von deutschen Behörden verharmlost, offenbar um zu vermeiden, dass sie die Stimmung gegen Einwanderung verstärken. Und die Polizei hat einen Maulkorb bekommen. Die haben sowas von die Schnauze voll, das können wir uns gar nicht vorstellen. Jena. Bei der Mittwochskundgebung der AfD in Jena demonstrierte die Polizei ihre Ablehnung gegen die Politik der Blockparteien, indem sie unsere aktuelle Ausgabe »Die bessere Kanzlerin« mit AfD-Chefin Petri auf dem Titel »Für alle sichtbar« hinter der Windschutzscheibe eines Einsatzfahrzeuges positionierten. Die Konformistenpresse reagierte empört darüber, dass die Polizei kompakt liest. Egal wie man dazu stehen mag, sagte ich doch, die Polizei hat sowas von die Schnauze voll. Und ich kann nur hoffen, dass aus dem inneren Bereich der Polizei und der Verwaltung endlich ein Aufstand emporgeht. Das will ich wohl hoffen. Nochmal Deutschland. Der ADAC hat das Meinungsbild und seiner Mitglieder zur Einführung von Tempo 30 in einer repräsentativen Umfrage ermittelt. Danach lehnen eine deutliche Mehrheit das generelle Tempo 30, generelle Tempo 30-Regelung ab. 78% der Clubmitglieder sprechen sich für eine Beibehaltung der bisherigen Regelung aus. Der ADAC ist nichts anderes als ein System. Unternehmen. Und es geht auch dort um Milliarden. Und wenn denen gesagt wird, mach da mal was, dann machen die. Egal wie. Wichtig ist, man kommt an das Geld der kleinen Leute. Sie machen ja auch gute Sachen, ist nicht das Problem, ist überhaupt nicht die Frage. Aber es wird auch sehr viel Politik mitgemacht. Und da sollten wir vorsichtig sein und ein Auge drauf werfen. Die gute Nachricht. Das Leben besteht aus Aufstehen, obwohl man hingefallen ist. Die Vergangenheit loslassen und bereit für die Zukunft zu sein. Aus Fehlern so lange zu lernen, bis man sie nicht mehr wiederholt. Und die Angst als ein Teil von sich selbst zu akzeptieren und das Leben mit allen Sinnen zu genießen. Schöner Spruch, schöne Aussage. Und das war's mal wieder für heute. Wir haben draußen einen ganzen Tag, hing eigentlich der Nebel hier. Es war zwischendurch die Sonne mal da. Ich hoffe, dass Wochenende noch schönes Wetter wird. Und wir bereiten uns, wie gesagt, vor, es geht gleich los mit dem 31. Honigmann-Treffen. Wer Lust hat, kann noch kommen, beziehungsweise sich eben anmelden, kriegt er die Adresse rüber. Okay? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Euer Honigmann. Tschüss.